Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA. Wir machen heute weiter. Also GTA San Andreas, wir machen heute weiter mit dem nächsten Versuch nochmal das Rennen. Ich habe jetzt ein anderes Auto gegründet. Farewell, my love. So ist die zweite Mission. Die haben wir ja eben in der letzten Folge ja probiert. Das Rennen haben wir ja böse verkackt. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ach, wir müssen. Dürfen gar nicht aus einem Auto nehmen. Wir müssen den hier nehmen. Danke, Pinner. Es war mir was. Es war klar, dass mir diese scheiß LKW mich anzieht. Das war der Plan an der Sache. Ich kenne die Strecke so ein bisschen. Also hier bis hier ab hier. So, jetzt nicht mehr. So, kann jetzt mal das Ziel kommen, weil ich will das Rennen gerne. Da ist es. So, wird jetzt nicht noch ein Rennen. Ganz wieder geholt. So, diesmal haben wir es auch geschafft. Gott sei Dank. Juke had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing that point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? GTA 3. Yeah, whatever.
Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Bye-bye. Ich hoffe, das wäre jetzt keine... Wir haben die Mission erfüllt. Oh Gott sei Dank, ich bin die scheiß Rennen endlich los. Wenigstens das haben wir geschafft. So, jetzt müssen wir natürlich warten. Da wir gerade noch eine neue Mission aufnehmen müssen. Up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. The Truth hat wieder eine kleine Mission für uns. Dann machen wir uns da mal auf. Boah, ich bin froh, dass wir diese Rennen geschafft haben. Das ist teilweise eine Katastrophe. Was ist denn das überhaupt? Ach, da unten. Oh Gott, das ist so ein ganzes Stück Arbeit. Ganzes Stück Fahrweg. Upsi, das war keine Absicht. GTA-Krankheit. Im Gegensatz aber dazu sind die Karren einige schwammiger. Wie muss ich denn da jetzt fahren? Durch die Stadt? Durch die Stadt da durch, dann irgendwann links, gerade, links, rechts, geradeaus. Das ist ein ganz schönes Stück Arbeit, ganz schön Stück Fahrweg, ja. Da muss irgendwo noch ein roter Weg sein. Ja, ich muss jetzt die nächste links. Und dann irgendwann auf diese rote Linie. Bis der Dreck kommt. Geradeaus, bis der Dreck kommt. So, und dann muss ich irgendwann rechts. Inbreed makes you dumb, huh? Das bis zum Ende fast durch. Jetzt hier muss ich rechts irgendwann. Das Geilste ist, wir treffen auch genau den einzigen Fluss, der da in der Nähe ist. Oh, ich habe eine Scheiße manchmal mit der... So, jetzt muss ich auch wieder hochkommen. Ich fahre manchmal echt ein Mist zusammen, wenn ich mal ehrlich bin. Ist mir zumindest mal ein bisschen so aufgefallen. Was ist denn hier mit mir los manchmal? Ich brauche jetzt mal wieder... Jetzt muss ich mir nochmal ein Auto organisieren. Eins, was ich am besten nicht versenke. Ich meine, das Gute darum ist die Straße. Und da kommen auch Autos, das ist das Gute. Mm-hmm.
mal her. So, und diese Strecke fahren wir jetzt gerade durch, wieder zurück. Dann landen wir irgendwann bei The Truth. Würde ich mal so sagen. Ob wir da sicher ankommen, das sehen wir in der nächsten Folge bei Let's Play GTA San Andreas.